Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout New Vegas. Okay, wir schauen uns jetzt erstmal hier um. Das ist der Generator, der die ganzen Hologramme, glaube ich, versorgt. Deswegen werden wir den gleich ausschalten. Erstmal die ganzen Goldbarren aufnehmen. Zack, zack, zack. So, müssen insgesamt 4 und... Oh, da ist noch Geld runtergefallen. Und noch irgendwas? An Geld, nichts liegen lassen. Okay, dann schauen wir mal. Sind das insgesamt... Was ist denn das bei sonstiges, schätze ich mal? 36. Irgendwo fehlt einer. Ist einer runtergefallen? Hallo letzter Goldbarren, wo bist du abgeblieben? Da wäre ein Verkaufsautomat, den brauchen wir aber gerade nicht. Oder haben sie das abgeändert? Da, nee, das liegt einfach so. Ach, das stimmt, da ist er. Lag er die ganze Zeit schon da rum. Gut, dann werden wir jetzt mal den Generator zerlegen. Ich weiß, dass ich überlastet bin. So. Die Stealth Boys haben wir auch eingepackt. Dann speichern wir das Ganze mal. Okay. Und jetzt... Nehmen wir das noch mit vorher. Deaktivieren wir das Ganze. Dann ist hoffentlich etwas Ruhe. So. Hallo Steuerungsterminal. Vera Keys. Daten nicht gefunden. Okay. Wichtig, Vera, sieh dir das an. Okay. Speichert jetzt sogar automatisch. Vera, falls du das liest, sind meine Befürchtungen wahr geworden. Dies ist eine Entschuldigung. Ich hoffe, du bist dir im Klaren darüber, was meine letzten Worte an dich bedeuten. Wenn dem so ist, haben sie dich hergeführt und dieser Ort wird dich beschützen. Ich weiß, was sie für mich bedeuten und ich fürchte, sie haben mich hier gefangen. Ich habe den vorherigen Eintrag nach unserer Unterhaltung heute Nacht ausgewählt. Es muss schwer für dich gewesen sein und es tut mir leid, was ich dich stillschweigend durchmachen ließ. Ich weiß, dass du es nicht aus Boshaftigkeit getan hast, auch wenn du mich nicht liebst. Ich wusste von deinen Plänen, gemeinsam mit Dean das Casino auszurauben, bevor du es mir erzählt hast. Es von dir zu hören, hat es nicht einfach gemacht. Wenn du mich fragst, bin ich froh, dass du es mir selbst gesagt hast und ich verstehe, was die Bänder in seinem Besitz zu bedeuten hatten. Ich glaube nicht, dass einer von euch beiden verstanden hat, woher deine Abhängigkeit herrührte, und das ist das Tragische daran. Ich nehme an, die Welt hätte dir sowieso nicht geglaubt, deswegen respektiere ich deinen Wunsch, es geheim zu halten. Als ich anfing, diese Villa und dieses Casino zu bauen, tat ich es für dich. Als die Welt sich kopfüber in den Krieg stürzen zu wollen schien, wurde es mein Wunsch, dich zu beschützen. Die Darlehen, die Geldmittel, die ich in den Bau des Casinos investierte. Ich wusste, sollte der Krieg uns heimsuchen, würde es nichts mehr ausmachen. Es war mein Werk, eine Zuflucht, eine Verteidigung gegen die Strahlung und Bomben zu bauen. Als Dean unabsichtlich durch unsere Vorstellung seine Pläne enthüllte, wurde mir bewusst, was passiert war und wie ich hereingelegt worden war. Eine Zeit lang hegte ich düstere Gedanken. Ich baute die Casino Vault von einer Zuflucht zu einer Falle um, weil ich wusste, dass Dean als erstes hineingehen würde.
Er würde hier unten sterben, und zwar durch seine eigene Hand. Ich fürchte jedoch, dass ich über mein Ziel hinausgeschossen bin und dass der einzige sichere Ort im Casino die Vault ist. Ich habe versucht, die Systeme neu zu verkabeln, die Protokolle zu ändern, aber es gelingt mir nicht. Ich werde noch einen Versuch an den Rohren am Rand der Außenplattform unternehmen, um herauszufinden, ob etwas getan werden kann. Ich fürchte, es ist zwecklos. Wenn du hier herunterkommst, greif nicht auf meinen persönlichen Konteneintrag zu. Er enthält nur eine Nachricht für Dean und wird die Tür versiegeln, sodass es keinen Ausweg für dich gibt. Sogar der Aufzug ist so programmiert, dass er automatisch zurückfährt und gesperrt bleibt, wenn die Tür geschlossen wird. Es sollte genug Vorräte in der Vault geben, um dich am Leben zu halten, bis Hilfe eintrifft. Ich habe dafür gesorgt, dass hier unten genügend medizinisches Material zur Verfügung steht, damit es dir gut geht. Die Hologramme sollten das Casino vor jeglichen Angreifern schützen, und der Hologramm-Funkleitstrahl in der Villa wird ein so Notsignal aussenden, damit andere erfahren, dass du hier bist. Wenn die Gefahr vorüber ist, wird Rettung kommen. Ich hoffe, du konntest das lesen und sei versichert, dass ich dich geliebt habe. Frederick Sinclair. Oh, wir werden geliebt. Was mir gerade noch einfällt, ich habe jetzt natürlich vergessen, mein Inventar auszudünnen. Und ich glaube, ich werde jetzt auch keine Zeit mehr dazu haben. So, wie gesagt, auf jeden Fall, also jetzt auf das Konto von Vera Keys zugreifen. Rein theoretisch, guck, wir haben ja gespeichert. Wir schauen uns einfach mal die Nachricht an. Warnung. Persönliche Einträge öffnen. Jopp. Dean, falls du das hier liest, dies bedeutet Lebewohl. Du wirst viele Jahre haben, um diese Nachricht zu lesen. Warum du dich bei mir angebiedert hast und mir einen Dolch in den Rücken stoßen wolltest, weiß ich nicht. Du warst reich, wurdest respektiert, sogar bewundert, von vielen geliebt. Wenn du endlich hier unten stirbst, durch deine eigene Hand oder Hunger, denk daran, deine Gier hat dich hierher geführt. Den Grund verstehe ich nicht. Du hast es dir zur Gewohnheit gemacht, andere für deine Zwecke zu benutzen. Jetzt ist das Sierra Madre deine Belohnung. Egal, ob du Vera erpresst oder gezwungen hast oder einfach ihre eigene Gier ausgenutzt hast, hier unten in der Vault würde dir das nichts mehr nützen. Gier hat dich hierher geführt. Ich hoffe, es lässt sich so leer zurück, wie du mich zurückgelassen hast. Die Tür ist versiegelt, der Aufzug ist weg. Nicht einmal Veras Stimme wird sie hier aufschließen können. Denk daran, in der Nacht der Gala-Veranstaltung werde ich mein Glas heben und flüstern: Fornato. Ruhe in Frieden, Frederick Sinclair. Okay, zurück. Okay, dann ist jetzt hier wahrscheinlich auch wieder zu. Der Kurier, von den Versprechen des Sierra Madre angelockt, konnte nicht fliehen. Einmal in der Vault ließ ihn das Casino nicht gehen. Als der Kurier am Ende starb, schuf das Casino ein neues Hologramm, das mit den anderen Geistern durch das Casino ziehen sollte. Es war eine vorprogrammierte Hommage, aber für jemand anderen vorgesehen. Sie nahm eine neue Bedeutung an, in Erscheinung des Kuriers. Ein Mittel, selbst den Toten zu einem Neuanfang zu verhelfen. Cool, haben wir noch eine Cut-Sequenz gesehen. Kommt noch was? Ja, wird das letzte geladen. Okay, gut, dann werde ich nämlich jetzt mal noch mein Inventar etwas ausdünnen. Ich schmeiß gerade die Goldbarren nochmal hier hin. Diesen, ach da, okay. Wichtig, dass ich die nachher nicht wieder vergesse. So, erste Hilfekasten. Wir haben da drin auf jeden Fall die Stimpaks, die ich mitnehmen möchte. Die wiegen sogar nichts, dann hätte ich mir auch sparen können. Super Stimpak nehme ich noch mit. Trotzdem. Im Moment. Gegenstände, Waffen. Ich werde jetzt diesen einen Messerspeer reparieren. Und den Rest halt auch wegschmeißen. Weil, ja. Die Wurfmesser-Dinger auch. Oder? Hm.
Na, wird schon passen, denke ich. Jede Menge Speere. Gut, euch nehmen wir wieder mit. Und dann speichern wir und machen das nämlich gerade nochmal. Okay, Vera Keys. Ach, nicht. Anvira, das kennen wir ja alle schon. Zack, zack, zack. So, und jetzt bitte das. Scheint so. Tja, sie verstecken sich immer noch hinter ihren Bildern und Bildschirmen. Versteckt? Kaum. Gefangen. Meinst du, du wärst der Erste, der die Casinotür geöffnet hat? Nein. Ich tat es ebenfalls. Mit anderen Händen, anderen Körpern. Danach war ich gefangen. Einmal eingeschlossen, kam ich nicht raus. Bis mich dein Pip-Boy-Signal in der Villa erreichte. Dann. Dann wurde alles anders. Und hier bist du. Sie schulden mir eigentlich einige Erklärungen. Wirklich? Für was denn? Deine Gier? Neugier? Du bist aus freien Stücken hergekommen. Keiner hat dir eine Waffe an den Kopf gehalten. Aber Ich dann. habe deine Pip-Boy-Archive gesehen. Deine Kartenmarkierungen. Du hast wie ich das Sierra Madre-Signal aufgefangen und konntest nicht widerstehen. Wenn du meinst, ich wäre verantwortlich, nein, mich trifft keine Schuld. Du hättest dir das Halsband auch selber angezogen. Bestimmt nicht. Wie haben Sie es denn geschafft, auf meinen Pip-Boy zuzugreifen? Du hörst dich an, als hättest du noch nie ein Robco-Terminal gesehen. Keine Maschine ist idiotensicher. Sie wurden erschaffen, um uns zu gehorchen. Das Betriebssystem des Pip-Boys hat Schwächen. Ein Vorteil für jeden, der sich damit auseinandergesetzt hat, wenn auch nur oberflächlich. Es ist allerdings nur eine Maschine. Seine wahre Schwäche ist derjenige, der ihn trägt. Und so gingst du mir in die Falle. Ich habe noch gerade ein paar Fragen, bevor das hier weitergeht. Neugierig. Glaube ich gern. Lassen wir uns Zeit. Unser Verhältnis war bisher ein wenig zu einseitig. Selbst für meinen Geschmack. Genau. Was willst du denn vom Sierra Madre? Was will ich? Waffen. Sicherheit. Eine eigene Zitadelle. Das Madre ist all das. Es ist eine Festung und eine Waffe. Und die Chance, noch einmal neu anzufangen. Sobald ich seine Archive öffne, kann ich die Mojave so formen, wie ich möchte. Ich verstehe aber nicht, wie dir ein Casino aus der alten Welt behilflich sein kann. Die Wolke ist etwas Einzigartiges auf meinen Reisen. Ihre Nähe zum Sierra Madre ist kein Zufall. Derzeit beschützt sie das Casino, konserviert es. Sie kann auch andere Relikte der alten Welt konservieren und gleichzeitig reinigen. Und soweit ich die Hologrammtechnologie erforscht habe, war die Big Empty-Anlage leer. Nur im Sierra Madre funktionieren Hologramme wirklich. Ordentlich? Ja, als tödliche Fallen. Die Hologramme hier töten Unbefugte. Das ist es, was ich will. Wenn man einen der Sender in ein Kampfgemenge wirft, gibt es kein Entkommen. Es ist wie Licht in den Händen halten. Man kann es nicht bekämpfen. Nur brennen sehen. Wie eine tragbare Armee. Und jeder gegen dich stirbt. Das ist alles, was du willst? Nein, eine Sache möchte ich noch vom Sierra Madre. Seine Beute. Die Maschinen, die die Straßen und Korridore bevölkern. Sie versorgen jeden mit allem. Vielleicht waren sie in der Vorkriegszeit gewöhnlich zu vernachlässigen. Jetzt sind sie viel wertvoller. Du weißt es. Sie halfen dir, am Leben zu bleiben. Und wozu würdest du sie verwenden? Lebensmittel, Vorräte, Medizin.
medizinische Hilfe, Munition, mehr Halsbänder, vielleicht sogar eine eigene Währung, einen eigenen Staat. Die Wolke erlaubt mir, reinen Tisch zu machen. Die Halsbänder bedeuten Zusammenarbeit, Hologramme, Verteidigung. Die Automaten sorgen für alles andere. Das Sierra Madre kann Nationen aufbauen und zum Einsturz bringen. Mittels seiner Technologie und der richtigen Anwendung. Tja, du bist nicht mehr als ein Mörder, der Massenmord begehen will. Ich ein Mörder? Unsinn. Dann wäre dein Halsband schon längst hochgegangen. Es sorgt für Gehorsam und fördert Zusammenarbeit. Überleg mal, wärt ihr ohne diese Halsbänder in das Casino gekommen? Nein. Die Natur des Menschen wäre euch wie immer in die Quere gekommen. Wusstest du, dass ich dafür die Halsbänder ständig neu anpassen und die Spielregeln neu schreiben musste? Wovon redest du? Jedes Mal, selbst mit den Halsbändern an den Hälsen, betrogen sie sich gegenseitig, übten Mord und Totschlag, um in das Sierra Madre zu gelangen. So ein Irrsinn. Sie hätten alles haben können. Sie waren so nah dran. Aber sie haben sich immer wieder die Köpfe eingeschlagen. In das Sierra Madre zu kommen war nicht leicht. Aber die Gier auszuschalten war unmöglich. Darum habe ich die Todmannschalter eingebaut. Was ist passiert? Wenn dein Leben an ein anderes gebunden ist, Aufopferung, Mitarbeit. Man kann sie konditionieren, lernen, sich auf das direkte Ziel konzentrieren. Gier kann besiegt, im Zaum gehalten, kontrolliert werden. Du selbst weißt es am besten. Hoffe ich. Wie auch immer. Ah. Und wie hast du mich hierher gebracht? Die Frage höre ich immer wieder. Du solltest fragen, wie sie vorhaben, hier wieder rauszukommen. Die Kette beginnt mit dem ersten Halsband, verbunden mit dem nächsten und so weiter. Meine Fallen waren in der ganzen Einöde verstreut. Die Kette endet mit dem Supermutanten, obwohl das Halsband bei ihm unnötig war. Er benötigte nur ein wenig Führung. Okay, also jemand anderes mit einem Halsband hat mir eins angelegt. Wer denn? Der Mutant. Er hatte eines der Halsbänder verschluckt. Danach war er mein. Das Halsband war nicht einmal mehr notwendig. Seinesgleichen existiert einzig dafür, Befehle zu empfangen. Sie sind Soldaten. Einfach und dumm. Er tat, was ich wollte, auch ohne Todesandrohung. Selbst als ich nicht mehr mit ihm sprach, verließ er die Villa, um nach Opfern in meinen Fallen zu suchen. Aus Gewohnheit. Er muss dich in einer davon gefunden haben. Er hat es vermutlich vergessen. Er erinnert sich nur an meine Stimme. Er legte dir das Halsband um und schleppte dich an, weil er es nicht besser weiß. Dieses Kindhafte, diese Gier sind in seinem Naturell verhaftet. Okay, und wenn Doc mir ein Halsband angelegt hat, wieso hat er da nichts gesagt? Doc? Passt. So habe ich ihn genannt. Sie wissen ja, warum er es vergaß. FEV hatte sein Gehirn zerstört, sein Gedächtnis ruiniert. Womöglich hat er den Weg doch verinnerlicht. Ich bezweifle es. Er orientiert sich anhand von Gerüchen und Instinkten. Aber man konnte ihn abrichten. Gut, weißt du, wie man hier rauskommt? Klar, ich bin den ganzen Weg gelaufen. Keine Sorge. Ich gebe dir eine Karte für den Heimweg oder zeige ihn dir, wenn wir hier fertig sind. Das ist schön. Okay, da gibt's noch etwas, was ich wissen muss. Allerdings machen wir das in der nächsten Folge. Ich sehe gerade, es ist an der Zeit. Doch noch etwas länger gedauert. Wusste nicht, dass er so viel zu bequatschen hat. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.